In diesen Videos zeigen wir euch einige Wurftechniken. Als Uke nehmen wir hier eine Wurfpuppe, die bewegt sich nicht ganz so wie ein normaler Uke. Dazu kommen noch einige Übungen, die man auch ohne einen Partner machen kann. Taiyotoshi, Körpersturz. Im Taiyotoshi stehen wir unserem Partner gegenüber. Wir fassen mit einer Hand ans Revers, der anderen Hand an den Ärmel. Wenn wir mit der rechten Hand ans Revers fassen, geht unser rechtes Bein schräg vor Ukes rechtes Bein und wir drehen unseren Körper ganz rum und stürzen Uke über das ausgestellte rechte Bein zu Boden. Der richtige Griff mit diesen Wurfpuppen etwas schwierig ist. Hier noch einmal die korrekte Griffhaltung der Hand im Revers. Die Hand fasst in das Revers. Wir ziehen das Revers leicht nach oben und die Hand wird in das Revers eingerollt und drückt beim Wurf schräg nach oben, während die andere Hand am Ärmel Uke zieht und somit die Wurfführung damit vornimmt. Einige Übungen ohne Partner. Wir haben die normale Griffhaltung. Rechter Arm am Revers. Rechtes Bein geht vor Ukes rechtes Bein. Wichtig ist, dass wir Uke ein wenig aufreißen und groß machen. Wir drehen unseren ganzen Körper rum und stellen das rechte Bein zur Seite raus und werfen unseren Uke über dieses rausgestellte, leicht abgewinkelte Bein durch eine Körperdrehung. Alternative Eindrehvariante für Taiyotoshi ist der sogenannte Kawaishi oder Kreuzschritteingang. Ich nehme, wenn die rechte Hand im Revers ist, mein linkes Bein vor Ukes linkes Bein, tue dabei so, als wenn ich einen Kochigari, eine kleine Insel, angreifen würde. Ich drehe mich dann schnell auf dem linken Bein und gehe aus dieser Drehung direkt in den Wurf hinein und nutze den Schwung aus der Drehung, um meinen Partner zu werfen. Einige Übungen ohne Partner. Das Übersteigen, der sogenannte Kreuzschritt, die rasante Drehung auf dem vorgestellten Bein. Und aus dieser Drehung gehen wir in den Wurf rein. Dadurch haben wir eine sehr hohe Geschwindigkeit und Uke fällt entsprechend schnell über das ausgestellte Bein. Übungen benötigen wir als Hilfsmittel zwei einfache Plastikbecher. Wir stellen die beiden Becher umgekehrt auf den Boden und simulieren so Ukes Beine. Für den normalen Dreischritteingang, der als erstes gemacht wurde, gehen wir wieder mit dem rechten Bein vor Ukes rechtes Bein, drehen unseren Körper, stellen das rechte Bein raus und werfen Uke über das rechte Bein. Beim Kawaishi oder Kreuzschritteingang nehmen wir wieder unser linkes Bein vor Ukes linkes Bein und drehen uns dabei schnell auf dem linken Fuß in den Taiyotoshi hinein.